Benjamin Schmidt unterwegs in Karlsruhe mit suchendem Blick. Er nennt sich selbst Street-Style-Fotograf. Sie müssen nichts ändern, so wie Sie sind. Es sieht wunderschön aus. Er spricht einfach spontan Menschen auf der Straße an. Okay, so bleiben. Zu mir bitte in die Kamera, genau. Ein kurzes Shooting ohne besondere Szenerie. Viele, die mitmachen, kennen Benjamin übrigens schon von TikTok oder Instagram. Sehr schönes Bild. Fokus sitzt. Ja, finde ich sehr schön. Also sieht immer gut aus. Danke. Er ist im Internet im wahrsten Sinne des Wortes ein Shootingstar. Seine Bilder erzielen millionenfache Aufrufe. Dabei hat er mit seiner Seite erst vor 2 Monaten begonnen. Er sucht gerne etwas auffällige oder ungewöhnliche Menschen. Ein bestimmtes Muster habe er dabei aber nicht. Wenn jemand zum Beispiel interessante Frisur hat, der wird oft angesprochen. Wenn jemand zum Beispiel interessantes Kleid hat, das ist schön jetzt zum Hintergrund passt, dann spreche ich solche Menschen an. Aber meistens passiert das spontan, innerhalb 10 Sekunden entscheide ich, ob ich jemanden anspreche oder nicht. Er zeigt auf seiner Seite auch, wie er die Passanten anspricht. Und dieses Video ging durch die Decke. Ich finde, Sie sehen sehr, sehr gut aus. Kann ich ein Bild von Ihnen machen, bitte? Mit Uniform ist schlecht. Er spricht einen Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde an. Es ist wohl das Zögern des Angesprochenen und die freundliche Überredung, die so gut ankommen. Alles gut? Ja, komm, dann mach halt ein Foto. Vielen Dank. Wie soll ich halt verstehen, oder? Einfach so, wie Sie sind, ist perfekt. Mehr als 16 Millionen Mal wurde der kurze Film mit Foto innerhalb weniger Wochen geklickt. Der Geknipste erlebt dadurch in seinem Alltag eine unerwartete Prominenz, wird auf der Straße oder im Supermarkt angesprochen. Er, der vorher gar keinen TikTok-Account besaß, hat jetzt 11.000 Follower und entsprechende Resonanz. Also viel angeschrieben über Instagram, über TikTok. Alte Klassenkameraden von früher, wo ich schon seit über 10 Jahren keinen Kontakt habe, die haben sich bei mir gemeldet. Alte Arbeitskollegen, 15 Jahre nicht mehr gesehen, die haben sich bei mir gemeldet. Ach Gott, der Nico ist jetzt in der Zeitung und ist jetzt ein Star, um Gottes Willen. Für Benjamin Schmidt ist der Erfolg bis jetzt unerklärlich. Nach einer Sportverletzung suchte der Ex-Bodybuilder vor 3 Jahren nach einem neuen Hobby und landete bei der Fotografie. Aber erst als er vor 2 Monaten mit den Straßenfotos begann, kam der große Hype. Ich habe ein paar Bilder gemacht, Video geschnitten, hochgeladen und ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, wenn das 10.000 Klicks hat, bin ich zufrieden. Und es gab ein Video, das hat innerhalb ein paar Stunden über 1 Million Klicks gesammelt. Und dann ging es los mit Follower. Also das steigt immer noch so schnell, dass ich nicht mehr kontrolliere. Also ich kann nicht mehr sagen, wie viele Follower habe ich am Tag zum Beispiel. Das geht einfach hoch. Hauptberuflich arbeitet er im Schichtdienst in einem Industriebetrieb. Sein Hobby beansprucht momentan so viel Zeit, dass das Familienleben zu kurz kommt. Er denkt deshalb darüber nach, sein Hobby vielleicht zum Beruf zu machen. 1, 2, 3. Doch er weiß auch, dass niemand vorhersagen kann, wie lange der Interneterfolg anhält. Und manchmal schaffen es bei ihm nicht nur Menschen aufs Bild, sondern auch Vierbeiner. Sunny ist 4 Monate und hat sogar schon einen eigenen Instagram-Kanal, eingerichtet von Frauchen. Hat bei mir nicht geklappt, vielleicht klappt es bei ihm, ne? Mit ein bisschen mehr Followern, genau. Jawohl. Wie viele Follower hat er denn? Der hat jetzt erst 42. Sunny könnte dank Benjamin Schmidt und seiner Reichweite aber bald schon sehr viel mehr als 42 Fans haben.